Willkommen beim zweiten Part von Let's Show Minecraft. Leider wurde es jetzt ein bisschen verzögert, weil ich erkältet war. Bin ich wahrscheinlich immer noch, aber ich zeige es jetzt euch trotzdem, was ich gebaut habe. Also wir sind hier in meinem Lagerhaus, das kennt ihr noch aus dem letzten Part, aber ich habe es euch noch mal ganz gezeigt. Ja, also hier seht ihr eine Brücke, die habe ich aus Cobblestone gemacht. Und hier ein Schachbrett. Habe ich aus schwarzer und weißer Wolle gebaut. Hier sieht man es von vorne. Hier geht es in die Monsterfalle, in die Tierfalle halt rein. Das habe ich aus Half-Steps gebaut. Hier, das will ich auf der anderen Seite auch noch bauen. Gehen wir mal den Weg entlang. Ja. Ah, ich muss hier noch Treppen hinbauen. Hier eine, glaube ich. Jawohl. So, hier geht's zur Zuckerfarm und hier geht's zur Pyramide und dem Bahnhof, die Zuckerfarm und die Kaktusfarm. Ja, vielleicht könnte ich das irgendwie noch integrieren mit dem mit der Schiene da oben. Naja, ach, die kann ich gleich mitnehmen. Zack. Okay, hier muss ich noch ein paar Stützen machen. Bis hierhin sind alles ist alles hier gestützt. Außer diese Bande hier, sie ist halt nicht gestützt. Das ist ja noch im Bau. Gut, dann gehen wir in die Pyramide. Ich habe da weitergebaut. Auf, das ist irgendwie ziemlich leise. Naja. So, gehen wir mal die Half-Steps. Die waren im letzten Part auch noch da, falls ihr euch erinnert. Gut. Steht ihr mal spontan hier hin. Black Ops Pyramide. Gut, da ist hier geht's erstmal rein. Da habe ich hier schon Wände hinbaut, so ein kleines Labyrinth. Hier geht's wieder raus, ja. Also da muss man schon tüfteln, bis man da weiterkommt, aber ich weiß den Weg. Spaß, hier geht's nicht lang, hier geht's lang. Hier habe ich eine Truhe hingebaut, damit ich das schnell lagern kann. Jetzt in meinem ersten Stock der Pyramide ganz oben. Ach scheiße, da geht's wieder runter. So. Und hier geht's tief runter. Also hier geht's zwar raus, aber ich will es hier dann später zumachen. Das habe ich nur, damit ich schneller weiterkomme. Also die Beleitungen kommen später auch weg. Das soll quasi eine Fallgrube sein. Und dann fliegt man hier in so einen Wasserkasten. Der ist aber noch nicht da. Und dann führt eine Treppe nach unten. Ja, ihr merkt schon meinen Schnupfen. Der geht bis zur Bedrock-Ebene. Lava. Hier habe ich auch eine Höhle gefunden beim Abbauen. Der Gang geht bis hierhin. Der wird noch weiter. Ich will den bis zum Geist ausbauen. Der ist ziemlich weit weg. Der ist nicht einmal auf der Karte. Also die Karte ist. Ich bin hier zweimal gestorben wegen der Lava. Ja. Und da habe ich eine Karte verloren. Das war die südliche Karte. Eine konnte ich wieder herstellen durch erneutes Craften einer Karte. Aber die andere habe ich noch jetzt gecraftet. Die Karte mit dem südlichen Bereich.
gehen wir wieder nach oben. Sorry für das Gehuste, das werdet ihr wahrscheinlich schon öfters hören. Dann geht's jetzt raus. Ja, na komm! Ja, also, geht doch. Scheiße, ich hab kein Minecart dabei. Fuck! Da müssen wir zu. Oder ich schneide es zu. Also, dann sehen wir uns gleich. Ich gehe jetzt. Moment. Ich gehe erstmal dahin und dann zeige ich euch, wo ich jetzt hingehe. Also, jetzt gehen wir zur Monsterfalle, die ich gebaut habe. Die habe ich ein bisschen weiter gebaut. Ja. Für die, die meinen letzten Part gesehen haben, die wissen es schon, von was ich rede. Scheiße, ah da. Jetzt, da geht's jetzt lang. Ach was soll's, laufe ich schnell, sind eh nur ein paar hundert Meter. Dum, 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 dum. Eine Kitzel, Scheiße, Fackel eingesammelt. Hehehe. Also ich habe euch im letzten Part gesagt, dass ich da weiterarbeite. Und das habe ich auch getan. Ja, ihr seht's. Es hat sich einiges getan. Gut, ich habe hier zwei Treppen hingebaut. Die eine kennt ihr ja noch. Dann habe ich hier das alles mit Holz verziert. Sechs Glowstones an der Decke platziert. Ja. Moment, dann zeige ich euch gleich, wie die jetzt funktioniert. Erstmal schließe ich die Türen. Sicherheitshalber nur. Nicht, dass da plötzlich ein Creeper drin ist oder so. An der Stelle, wo ich noch nicht erleuchtet habe. Utsch. Gehen wir jetzt in den ersten Stock. Da habe ich auch einiges weitergebaut. Kann man jetzt die Monster sehen, wie sie drauf gehen? Ach, ich mach's auf easy, was soll der Scheiß? So. Zeige ich euch das gleich. Und hier geht's in den Drop-Raum. Den habe ich auch vergrößert. Ihr erinnert euch, da war vorher so ein Lava. So ein großer Lava-Ding. So ein Lavasee halt, wo ich ganz grob platziert habe. Und jetzt ist es was. Taugendes. Na, wo kommen denn die Zombies? Die kann man sich hinflaggen und sehen, wie die Zombies krepieren, während man seine Brotzeit isst. Hallo, Zombies. Nice, da ist schon einer. Yum, 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 lecker Brotzeit. Wir trinken? Hallo, wir trinken. Nicht aufschwimmen! Fall runter! Also es ist mir bis jetzt noch nie passiert. Fall endlich runter! Zombies können nicht schwimmen. Naja, vielleicht doch. Hallo, ertrink! Ja, aber der andere, der Kollege, der ertrinkt jetzt. Jawohl! Oh, lecker, lecker Kaffee! Mmh. Hallo Zombies, ihr kriegt keinen Kaffee! Okay, jetzt schalte ich wieder auf Peaceful. Ach ja, ich hab's vergessen zu sagen, ich bin ein Peaceful-Spieler, das heißt, ich spiele nie auf Easy. Na, wo kommen denn die Federn? Federn, hallo! Federn. Hallo, Federn! Wahrscheinlich haben die keine gedroppt. Egal, auf jeden Fall fahren dann hier die Federn rein und ich kann sie einsammeln, so. Gut. Zack. Okay, ich laufe jetzt bis davor und wir sehen uns
Gleich. Ciao. Okay, bin ich wieder. Ich bin jetzt die Strecke gelaufen. Und weiter geht's. Ja, also hier habe ich jetzt alles als Cobblestones ersetzt. Das ist jetzt die Monsterfalle, die ihr im letzten Part gesehen habt. Moment. Gut, ich versuche mir jetzt so oft zu verkneifen, weil wenn ich dauernd huste, dann nervt es euch sicherlich. Ja, also hier, das war ein bisschen unsymmetrisch. Das habe ich jetzt symmetrisch gemacht. So ungefähr. Hier habe ich Glas hingebaut. Kann auch sein, dass es im letzten Part war. Gut, hier geht's zur Zombie-Falle, was ihr sehen könnt. Aber ich zeig's euch erst, nachdem ich euch das hier gezeigt habe, den ersten Dungeon. Hier habe ich auch alles aus Kabels gebaut. Dann geht's hier rein. Und hier habe ich alles mit Holz verziert. Und die Glaswand ist fertig. Gut, und hier geht's raus. So in die Höhle rein, die, wo ich diese den Dungeon entdeckt habe. Ja, da wollte gerade spawnen. Haha. Peaceful. Gut, dann zeige ich euch jetzt den anderen Weg. Da geht's zur Zombie-Falle direkt hin. Den habe ich zusätzlich noch gebaut. Ups. Ja. Ja, ihr seht so viel Fackeln. Und ein Weg führt nach unten. Also hier habe ich die lange. Nee. Hier habe ich ewige Zeit dran gesessen. Ja, hier sterben wieder die Zombies. Da habe ich einen Weg nach unten gebaut, wo man die Federn einsammeln kann. Und durch die Treppe kann man auch hier nach oben. Und kann sogar diese Truhen hier verwenden. Und hier werden halt die ganzen Sachen gelagert, die Federn. Boah, jetzt nicht so viele sind. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit den Truhen, aber egal. Okay, das habe ich hier aus Half-Steps gebaut. Das soll quasi so eine Art, wie sagt man, Bande sein. Eine Wandbande. Check, alles automatisiert. Muss ich schauen, ob ich einen Minecart habe, sonst muss ich wieder latschen. Ich könnte mit Steinen craften. Außer ich habe noch einen. Ne, ich muss meinen craften, okay. Gut. Das also kann ich gleich mitnehmen, das lage ich hier alles in meinem Lagerhaus. Gut, gehen wir jetzt zu meinem Lagerhaus. Bam, bam. Oh man. Ich glaube, das schneide ich zu, also bis gleich. Okay, wir gehen jetzt doch nicht zum Lagerhaus, weil ich mir zuvor noch was eingefallen habe, das ich euch noch zeigen soll. Hier sind wir in der Küche. Hier habe ich jetzt noch was hingebaut. Eine Pilzfarm. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich gleich nichts sehen, aber hier sind Pilze. Die farme ich hier unten. Und die wachsen nur im Dunkeln, deswegen habe ich hier keine Fackeln platziert. Ich laufe jetzt einmal schnell durch. Okay. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Hühner! Gehen wir mal schnell ratzen, damit ihr was seht. Okay. Das muss ich noch automatisieren. Jetzt gehen wir mal zum Lagerhaus. Da habe ich auch noch einiges weitergebaut. Nicht wahr, Evil Chicken? Gut. Okay. Ach ja, ich habe die